So, hallo liebe Modelleisenbahner, willkommen erneut auf meinem Kanal hier in YouTube. Wie ihr seht, geht es wieder mal eben um die Eisenbahn. Es geht dieses Mal um die Rocco BR132 in der DCC-Version. Für diejenigen, die das noch nicht kennen, das hier ist von AMW eine Tauschplatine mit Plugs 22 Schnittstelle drauf. Das ist diese neue hier. Die kostet 20 Euro auf AMW. Also man gibt in Google-Suche einfach ein amw.at. Da gibt es so Universal-Tauschplatinen, stellt der her, für 20 Euro das Stück, also je nach Modell, aber im Schnitt kosten die so 20 Euro. Diese hier ist speziell gemacht, eben für solche Modelle, die das Licht hier oben haben. Ah, das ist die Motorfahne. Dieses Licht hier oben haben im Dach, wo die Glühbirne ja eigentlich dann die Lichtversorgung herstellt des Zuges, also der Lokomotive. Man kann ja hier das Licht von weißem und rotem Licht nicht getrennt schalten, wenn bei den Standard-Hauptplatinen. Aber mit dieser Tauschplatine hier geht das sehr wohl, denn das rote Schlusslicht ist nämlich dann hier eigens geschalten mit einer eigenen roten LED, die so auf der Platine aufgesetzt und verlötet ist, dass sie in die richtige Richtung schaut, damit man eben rot-weiß getrennt schalten kann. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man das gerne hat. Ich nehme das gerne, also ich habe mir die jetzt gekauft, also bestellt, weil ich gerne das hätte, dass ich eben das eben getrennt schalten kann. Vor allem geht es mir unter anderem auch darum, weil ich gerne herumbastle. Decoder nehme ich dann natürlich einen Plux 22 von ESU. Da muss ich dann das Projekt, was ich auf diesen jetzigen Decoder hier habe, dann noch ändern über den Log-Programmer und dann anpassen auf den Plux 22. Ist aber nicht so viel Hexerei. Da werde ich die Werte nehmen, die jetzt schon da sind und muss halt dann nur die Funktionsausgänge ändern in den Einstellungen. Das, was wir jetzt auf jeden Fall machen müssen. Also wir zerlegen bei der Lok jetzt mal die Hauptplatine. Natürlich als erstes den Decoder lösen, keine Frage. Wir werden den Decoder mal ausbauen. Der Lautsprecher bleibt vorhanden, denn der wird weiterhin mit Sound betrieben. Die Hauptplatine, da müssen wir dann die vier schwarzen Kabeln da entfernen, also einfach mit von den Lötpads runternehmen, also runterlöten. Und die zwei hier auch. Das ist für die Stromversorgung, die vom Gleis auf die Räder und dann eben über die Kabel auf die Hauptbahn geht. Ja. Ein bisschen Lötarbeit. Natürlich müssen wir auf der neuen Platine die mitgelieferten Lötfähnchen auch noch dazugeben, also die Motorfähnchen. Die muss man dann auch eben ein bisschen biegen, damit sie auf den Motor passen, damit sie auf den Kontakt richtig berühren. Da gibt es eine kleine Hilfe auf AMW. Da gibt es nämlich eben so Fotos, wie in den einzelnen Schritten, wie die gebogen werden müssen, damit sie nachher korrekt den Motor an den Kontakten berühren. Das muss ich mir nachher nochmal anschauen, bevor ich das biege. Und sobald dann die Arbeiten fertig sind, wird der Decoder eingesteckt. Der muss natürlich vorher eingesteckt werden. Das habe ich auch schon in der Beschreibung gelesen. Die wird nämlich mitgeliefert hier. Werde ich die jetzt aber nicht komplett zeigen. Den Decoder muss man, bevor man die Platine fix einbaut, also einschrauft, muss man den Decoder einsetzen. Der wird nämlich von der Unterseite nach oben gesteckt. Und dann würde er hier drinnen sitzen, da wo der 8-Pol jetzt liegt. Ich hoffe, dass ich da nicht zu viel am Rahmen herumbasteln muss, denn ich habe gesehen, also gelesen in Foren, dass manche noch mit einem Fräser den Metallrahmen bearbeiten müssen, damit der Decoder dann so auch Platz hat. Ich hoffe, das muss ich nicht, aber das kann ich halt jetzt noch nicht sehen genau. Hoffentlich geht sich das aus mit dem Ganzen. Das wäre sehr praktisch. Sieht auf jeden Fall so aus. Sieht sehr sauber gearbeitet aus, die Platine, kann man wirklich nicht sagen. Die kann man auch verwenden für die alte ÖBB 1044. Dafür wurde sie, glaube ich, sogar ursprünglich gemacht. Nachher sind dann diese Universalplugs gekommen mit LEDs, mit getrennt schaltbaren Scheinwerfer und rotem Schlusslicht. Finde ich sehr gut gemacht, muss ich echt sagen, Respekt. Vor allem 20 Euro für so eine Platine.
wenn man da sein altes Modell aufrüsten will und sich da eben das ersparen will, dass man sich deswegen gleich eine komplett neue kaufen muss, für diejenigen, die es noch haben, das alte, also die alte Version, ist das wirklich top. Für die 1044 speziell gibt es auch eigene zusätzliche so Features, die muss man natürlich extra dazu kaufen, mit ein paar Euro. Aber zum Beispiel für die Bullaugen, für den Maschinenraum, da gibt es eben so ein paar Zettelchen, wo man dann ein bisschen das Innenleben sehen kann. Und natürlich ist das Fotomontage, keine Frage. Die klebt man sich dann einfach hinein in die Bullaugen von der 1044. Und dann gibt es eben auch noch die Lichtblenden. Die werden also auf der 1044 jetzt, ja, werden dann die Lichtblenden dann da so bei der Hauptplatine hingegeben, dass das Licht nicht so viel streuen kann im Gehäuse, damit es wirklich möglichst helles Scheinwerfer- und Rückschlusslicht gibt. Ich hoffe, das ist bei der lieben 132er hier auch so, dass es nicht so viel streut. Denn ich möchte wirklich schönes, sattes Licht haben. Es ist nämlich ein bisschen blöd, wenn man eben einen 8-Port-Decoder hat und man mit der Funktion Dimmen das Fernlicht imitiert. Weil dann geht das rote Schlusslicht natürlich auch mit. Ich meine, es ist eine Spielerei. Notwendig ist es natürlich nicht, denn sie fährt, sie funktioniert auch einwandfrei. Aber ich bastle sowieso auch sehr gerne herum. Und daher mache ich das jetzt dann. Sobald das dann fertig ist, werde ich es auf jeden Fall online stellen für euch. Also, das werdet ihr in der Nähe auch gleich sehen. Sobald das fertig ist, zeige ich es euch garantiert. Ich hoffe, dass ich da eben jetzt nicht zu viel herumbauen muss, aber wenn ja, dann wird es halt länger dauern. Na gut. Jetzt geht es dann mal los mit den Arbeiten, dass ich die alte Platine rausnehme und wir sehen uns dann bei den nächsten Teilen wieder. Bis dann.